Jo, servus Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Wie ihr vielleicht schon wisst, kam vor kurzem, ich glaube vor ein paar Stunden, das Update raus. Ich war leider in der Schule und jetzt werden wir einfach mal gucken, was so Neues rauskam. Also, ich habe gehört, man kann die Mauern jetzt mit Elixier updaten. Das werde ich allerdings auf meinem anderen Account zeigen, jetzt nicht auf dem. Und ja, ich habe gerade eben eine Defiant bekommen, minus 37. Gut, nicht schlimm, weil ich so oder so mit dem Pokal runtergehe. Gut, zuallererst würde ich sagen, fangen wir hier mit den Archer-Towern an. Oder Bogenschützentürmen, genau. 7,5 Millionen Gold. Plus 12, plus 50 Trefferpunkte. Gut, das ist ein bisschen überteuert auf Level 13. Guck mal das mal an. Ja, so. So sieht das schöne Ding aus. Na, ich denke mal jetzt nicht wirklich. Ja. Lohnenswert, ich denke, da verschuldet man eher sein Geld. So, dann hier. Kaserne Level 6, 3,5 Millionen. Lava-Hund. Ja, wie ihr alle schon wisst, oder schon gespannt seid, das Ding soll der Hammer sein. 390 dunkles Elixier, 10 Schadenspunkte, 390 dunkles Elixier, 5700 Trefferpunkte. Und dann würde ich sagen, updaten wir den gerade mal, weil ich habe eben 200.000 dunkles Elixier. Gut, 10 Tage ist schon mal übertrieben lang. Ich würde mal sagen, die wollen damit nur Kohle machen. Und Level 3 maximal dann. Ja, hier seht ihr dann noch hier die Schadenspunkte, 35, 55. 32 recht schnell, glaube ich. Und ja, updaten wir den einfach mal. Und dann haben wir hier den maximal schon. Warum können wir es jetzt nicht angucken? Gut, dann gehen wir jetzt zur Kaserne. Gucken uns da das Ganze mal an. 510 dunkles Elixier, 14 Schaden. Pro Sekunde 6700 Trefferpunkte. Vergleichen wir das mal mit dem Golem. 6300, also ist schon abnormal, was das Viech frisst. 12 Einheiten kommen raus, bei Golem nur 2, also ist schon nicht schlecht. 45 Minuten Wartezeit. Ja, schon ein bisschen viel. Wohnraum 30 wie ein Golem, also passt alles relativ gut zusammen. Und ja. Gut, ich habe jetzt noch 15.000 Juwelen. Ich würde sagen, wir kaufen uns noch ein bisschen Elixier. Updaten hier die Bogenschützentürme und ja. Also hier. Dunks Lavahund. Barbaren und Bogenschützen, genau. Also. Mauern kann man mit. Ja. Sonst steht hier eigentlich alles drin. Ich werde euch jetzt noch schnell zeigen, wie die Bogenschützen und die Barbaren aussehen werden. Und zwar kaufen wir jetzt erstmal noch ein bisschen Elixier. Und dann hier 6 Millionen, gut, 4. Das ist eigentlich so unnötig, aber naja. Gut, dann gucken wir uns mal die Barbaren an. Werfen wir hier mal einen Golem raus. Dann machen wir mal, sagen wir, 15 Barbaren und nachher dann noch ein paar Bogenschützen. So, 200 Elixier kosten die jetzt, 125 Trefferpunkte, 50 Schaden pro Sekunde. Gut, ist in Ordnung und mal angucken. Aber ich würde mal sagen, das Geld war es nicht wert, aber ja, scheiß drauf. Jo, die Viecher sehen in Ordnung aus. Auf jeden Fall besser als zuvor. Naja, auch wenn sich jetzt da nicht ganz so viel geändert hat. Wo sind denn die anderen? Ich hab ja schon haben sie gut gemacht, muss ich schon sagen. Also, dass man die, ja, sehr gut. Hoffentlich kann man Klamburg-Truppen auch machen. weil früher, wenn man in die Verteidigung gegangen ist, hatte ich zum Beispiel einen Golem drinne, hab die Zwangsdeath bekommen, somit musste ich ja mit einem Golem oder mit einem Packer in, verteidigen gehen und das war natürlich schwachsinnig, weil ich dann natürlich richtig auf den Sack bekommen hab. Ich glaube, hier hatte ich einfach gar keine Glamburg-Truppen drin. Hier hatte ich mal kurz ein paar Wins, aber das war's dann eigentlich auch schon. Thanks, Bro. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Sehr gut. Kann man einfach rauslöschen. Und Level 7 natürlich sieht schon geil aus. Gerade auch hier in der Statistik. Und ja, gut, dann kauft man nochmal ein bisschen Elixier und dann updaten wir hier die Bogenschützen. Also 3 Schadenspunkte extra, 4. Das ist so nutzlos, ey. Gut.
Machen wir es halt mal. So, dann machen wir hier mal. Camps voll, nur mit Bogenschützen, 15 Bogenschützen. Ja, wo sind sie jetzt? Ah, hier kamen noch ein paar Barbaren dazu. Ja, gut, die passen dann. Oh, die Bogenschützen, also ich muss sagen, die sehen gut aus. Also, ja, ich denke, das passt schon. Gut, das war's dann, glaube ich, auch schon mal vom Update. So viel Neues kam da gar nicht raus. Ich update hier noch einen Bogenschützenturm. Und ja. Ah, scheiße, ich wollte euch ja noch einen Lava-Hund zeigen. Machen wir noch einen Golem raus. Gut, perfekt. Und dann holen wir hier noch einen Lava-Hund. Und ich werde euch gleich auch mal noch ein Gameplay vom Lava-Hund zeigen. Heißt, ich werde mit meinem anderen Account angreifen, nur mit Lava-Hunden und mal gucken, ob es abgeht. Jo, also, sieht schon mal recht ordentlich aus. Und jetzt mal gucken, was noch so drauf hat. Also, nicht vergessen, ich lade gleich noch ein Video hoch. Diesmal mit dem anderen Account, auch wie man noch die Mauern hochmacht. Mit Elixier und ja. Also, haut rein, bis dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, Instagram zu checken, Twitter, Facebook und ja, einfach die Description, also Beschreibung mal angucken. Ja, bis dann.